Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier gerade in Braviel und hatten jetzt am Ende der letzten Folge das mit Maglir, zumindest seine Aufgabe hier erledigt. Maglir ist irgendwie auch wirklich so ein Kandidat, mit dem haben wir immer irgendwie Probleme, gefühlt. Gruß euch. Oder hatten wir das mit ihm erledigt? Nee, wir müssen das jetzt erledigen. Sorry. Wir müssen das noch erledigen. Ich war irgendwie vom Kopf her schon... Stimmt, da war das so. Wir hatten Maglir begegnet. Der ist dann... hat die Seiten gewechselt. Und dann nochmal zurück nach Korol. Und jetzt müssen wir das erledigen. Und... ja, er kommt da aus dem Nichts. Warte mal, wir müssen... ich würde lieber mal unser Pferd nehmen hier. Nicht, dass er dann irgendwie wieder verschwindet und wir dann irgendwie aus dem Nichts ein neues kaufen müssen. War das unser Pferd? Unser Pferd, ja. Der Verehrer, der findet schon seinen Weg. Findest du nur schade, dass der keinen Namen hat oder so? Also keinen richtigen Namen. Räubertalhöhle. Okay, haben wir entdeckt. So, du bist Stress? Was? Mit nur einem Schlag? Ein Schlag hat genügt? Warte mal, die Sachen, was die hat, wie viel ist das wert? Nichts, okay. So, wir müssen da jetzt leider rein. Ich kann die Musik jetzt nicht zu Ende anhören. Leider. Okay, irgendwas... ein Kobold, ein Imp. Okay. Nehmen wir mit. Bogen der Flammen. Ist auch was wert. Seelsteine nutzen momentan nicht. Okay, irgendwo hier ist noch einer. Magieabtrennung. Schaden mag ich 30 Punkte an Berührung. Da hinten. Weiter runter. Ich glaube, wir müssen hier nur die Kobolde ausschalten. Kann das sein? So.
Silberpfeil nehmen wir mal mit. Gold, Tapas. Ah, ich mache mir Sorgen, sobald wir anfangen, hier die nächste Waffe zu skillen. Den Bogen oder so. Was ist auf... Was ist jetzt wirklich hier die Aufgabe? Aryari von der Magiergilde hat mir erzählt, dass sie die Erfüllung ihres Auftrags durch ein Mitglied der Kämpfergilde freudig stellt. Da sie vom Buch der Schwarzwaldrotte abgestoßen wurde, wollte sie niemand aus deren Reihen anwerben. Ich soll für sie 10 Portionen Kobold... Ich soll Koboldgalle hier finden. Okay, 10 Portionen. Wo sind die Kobolde hin? 1. Hier war doch noch einer irgendwo, oder nicht? Da. 6. Also 4 Kobolde müssen wir noch erledigen. Ich höre da irgendwas Großes. Koboldgalle? Ogerzähne. Okay, uns fehlen noch zweimal Dings. Basisring der Stärke. Goldamulett. Schwaches Gift. Frostsalze. Größerer Seelenstein, der ist was wert. Aber jetzt fehlen mir noch 2 Koboldgalle, oder nicht? Ah, okay, da geht's noch weiter. Skooma! Brauchen wir noch? Schwertkampf verbessert, perfekt. Ich habe 10 Portionen Koboldgalle gefunden. Ich sollte sie zu Aryarie bringen. Er lebt noch? Oh, immerhin. Okay, der rennt aber auch immer weg. Kriegshammer des Verfalls. Großer Seelenstein, Gold. Wie viel wir die alle verkauft kriegen.
wissen, wo das denn führt? Jetzt brauchen wir nicht mehr, die haben genug. Da ist der nächste. So, okay. Wir hatten einen Weg hier rüber gefunden. Gibt's hier auch noch was? So, da waren wir drin, da waren wir drinnen. Fehlt nur noch der Weg. Hatten wir die Truhe schon? Ich glaube schon. Die hatten wir noch nicht. Das schauen wir uns gleich an. Schalter oder so? Oder ein Knopf? Irgendwie was? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen den ganzen Weg zurück. Schaffst du's? Ich hoffe für ihn ja. Ich glaube, der wird noch ein Weilchen brauchen. Sukuma wollen wir nicht. Ich hoffe, sobald wir aus der Tür hier raus sind, ist er auch draußen. Ja, er ist draußen. Alli hopp! Bereich wird geladen. Und wieder zurück nach Bravide. Zur Magiergilde. Braunschimmelstelle. So, Pferd wird geparkt. Sieh sich einer diese Muskeln an. Dankeschön. Ich finde, so große Muskeln habe ich jetzt nicht, aber danke. Sieh sich einer diese Muskeln an. Ich glaube, die sind alle in mich verliebt. So. Die Dame, die wir suchen, ist bestimmt jetzt oben. Obwohl die versprochen hatte, dass dich hier unten wartet.
Glaube, sind alle am Schlafen, kann das sein? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magische Schulen. So, kurz überlegen, was davon ist was? Eines ist Zerstörung. Das ist auf jeden Fall Beschwörung. Dann Zerstörung der Herstellung, Illusion. Was gibt's noch? Kann ich hier irgendwo warten? Setzt euch doch. Esst mit mir einen Maiskolben. Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Folgt eurem angesehenen Großmeister. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. So, ist irgendwer schon wach? Wie spät haben wir's? 6 Uhr? Warten wir 2 Stunden. Seid gegrüßt. Okay, sie ist die Erste, die wach ist. Was jetzt mit dem anderen oben? Bitte, keine Verzögerungen mehr. Und habt ihr schon Koboldgalle für mich gefunden? Ja. Ich muss meine Studien weiter fortführen. Ja, ich hab die Koboldgalle. Oh, ihr habt es. Und es sieht frisch aus. Ich weiß, ihr werdet von eurem Vorgesetzten bezahlt, aber nehmt auch dies an. Vielleicht könnt ihr es bei eurer Arbeit gebrauchen. Was haben wir bekommen? Noch mehr unvollendetes Angehen. Oh, 10-mal Koboldgalle entfernt. Großer Ring der Ägide hinzugefügt. Nächstes Mal seid ihr bitte pünktlich. Hä? Was ist los, Sera? Was für unpünktlich? Hallo? Was kann ich dafür, dass die schlafen geht, während direkt nachdem ich ihre Arbeit da angenommen habe? Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Ich dachte, der hätte eine Quest. Hat Mitleid, Herr. So, erstmal will ich jetzt die Sachen verkaufen gehen, die wir jetzt wieder eingesammelt haben. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ich hoffe es auch. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. So, einmal Bogen der Flammen. Das klingt nach einem angemessenen Pack. Elfenkriegsaxt. Den Kriegshammer des Verfalls. Basisring der Stärke. Ich weiß nicht, was dieses Festigen eigentlich macht.
Waldamulett. Und der kann auch weg. Ihr seid ein harter Feilscher. Haben wir sonst noch irgendwas? Nierenwurz haben wir 15 Stück. Nochmal 5 und dann können wir wieder zu Synderion. So, die Seelensteine. Das ist. Und den Topaz. Das ist ein gutes Angebot. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Seht euch. Apropos, einmal kurz den Hammer benutzen. So. Und es ist alles heile geblieben. Das heißt dann jetzt wieder zurück nach Koroll. Einmal Bescheid geben, wir haben die Dingens hier erledigt. Die Aufgabe von Maglir. Und ich frag mich, wann wir die Dunkelforstrotte hier ausschalten müssen. Irgendwann werden wir die doch ausschalten müssen, oder? Ups. So, ich habe mich jetzt gerade nur gewundert, aber da ist ein Oblivion-Tor, das wir schon kaputt gemacht haben. Oh nein. Und ihr Licht. Ein Bär. Zwei Bären. Was machen zwei Bären jetzt hier? Noch ein Bär. Wie viele Bären. Aber die Musik ist gerade geil. Hornhöhle. Tor, alte Brücke. Komm, wie viele Siegelsteine haben wir jetzt eigentlich? Zwei müssten wir jetzt haben, oder? Gibt es hinter jedem Oblivion-Tor einen Siegelstein? Ich gehe mal von aus. Natürlich, jetzt kommt der ganze Kleinvieh, ich will Ärger. Alle wollen hier Ärger. Das da gerade für ein am Fell. Hier ist das nicht. Hier. Seht ihr das?
da am Schenkel und an der Hüfte vom Pferd. Und vorne auch noch einmal. Sind interessante Flecken gewesen, auf jeden Fall. Die immer noch da sind. Wurde jemand gekillt? Kann es sein, dass da ist ein größeres Viech und kann es sein, dass die Tore größer werden im Laufe der Zeit? Oder bilde ich mir das nur ein? Hier noch die Musik genießen. Ach, ist schon zu Ende? Wer ist das? Wie geht es euch? Ah, okay. Ich muss die Kamera mal umpositionieren. Ich kann da in der Ecke nichts mehr lesen. Ihr auch nicht, weil ich genau davor bin. Also das fällt gerade auch auf. Guten Tag. Seid gegrüßt, Kriegsveteran. Ich muss wirklich mal in eine andere Position für die Kamera. Oder warte. Ich mache hier eben einen kleinen Break, einen kleinen Cut und positioniere mal die Kamera um, dass ich das zumindest lesen kann. Bis gleich. So, ich habe es mal anders positioniert. Die Facecam ist immer noch zwar in der unten rechten Ecke, aber ich kann zumindest jetzt da lesen, was hier genau steht. Ich muss zusehen, dass ich aber auch eine bessere Position für die Facecam für Oblivion dann finde. So. Kämpfergilde. Irgendwas gehört. So, Modrin? Was wollt ihr? Solltet ihr euch nicht um Magliers Auftrag kümmern? Ich habe seinen Auftrag erledigt. Ich kann nicht glauben, dass wir noch einen an diese Bande verloren haben. Ihr habt den Auftrag aber gut zu Ende gebracht. Wir können es uns heutzutage nicht leisten, auch nur einen zu verlieren. Hier ist euer Lohn für die Erledigung des Auftrags. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns über die Dunkelforstrotte unterhalten. Ja, lass uns über die Dunkelforstrotte sprechen. Sie waren nicht immer eine Bedrohung. Sie boten Söldnerdienste im kleinen Stil an, bis Risa Kahr die Führung übernahm. Dann kamen die dicken Aufträge vom Kaiser. Nach einer Mission in Schwarzmarsch haben sie sich in Leia Vin eingenistet. Rücksichtsloser als je zuvor. Das muss untersucht werden. Zuerst müsst ihr jedoch etwas im Rang aufsteigen. Okay,
Ich muss im Rang aufsteigen. Was, Eure Leistungen im Dienst der Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an tragt ihr den Titel eines Verteidigers. Tragt ihn mit Stolz. Okay, ich bin Verteidiger. Warte mal, bevor wir mit ihm weiterreden. Das will ich jetzt hier sehen. Hier, mein Rang. Ritter des Weißen Hengstes, fahrender Ritter, Grand Champion, Divine Crusader, Layman, Verteidiger. Okay, Klingen bin ich Ritterbruder. Bleibt dran. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Er mag uns jetzt mittlerweile, okay. Habt ihr irgendwelche Pflichten für mich? Ich habe etwas für euch, aber wir sollten nicht hier darüber sprechen. Ich will, dass ihr nach Sonnenuntergang zu meinem Haus kommt. Dann reden wir weiter. Nach Sonnenuntergang, okay. Quest aktualisiert, Asali, was? Später. Asani Schwarzherz. Ich habe mich wegen Pflichten an Mordrin Oren gewendet, aber er beschied mir, dass er keine offiziellen Pflichten hätte. Er bat mich jedoch, ihn später heute Nacht bei seinem Haus zu treffen. Okay, jetzt will ich wissen, wo ist sein Haus? Gräfin Ariana? Leistet mir doch Gesellschaft. Klar, ich will jetzt erstmal wissen, wo ihr wohnt. Ist es nicht schrecklich? Es ist schrecklich, die arme Mutter. Was denkt sich Glistel denn nur? Wiedersehen. Gruß euch. Grüße. Was denn nun schon wieder? Habt ihr Glistel mit Malintus Ankros gesehen? Ist es nicht schrecklich? Es ist schrecklich, die arme Mutter. Was denkt sich Glistel denn nur? Bis später. Seht euch vor. Hallo. Hi. Quatschen die jetzt? Ne, okay. Wer ist das? Nachrichtenbürger. Hallo, ich bin Casta Scribonia, die Schriftstellerin. Autorin von Frauen am Rande des Wahnsinns. Kann ich euer Buch irgendwo erwerben? Auf Wiedersehen. Den würde ich gerne lesen. Seid gegrüßt, Ritter. So, ich wünschte, er würde sich ein bisschen mehr beeilen. Er kennt sich wirklich aus in diesen Gefilden. Er kennt jeden Baum, jeden Stein und jede Grotte. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich habe nichts Gutes gehört. In Morrowind heißt es, der Halbgott Vivek sei verschwunden. Manche glauben, er sei von den Daedra entführt worden. Das ist unglaublich. Das kennen wir schon. Aber ich bin irgendwie froh, dass wir Morrowind bis jetzt erstmal storytechnisch loregetreu gespielt haben. Also wir haben ja Vivek verschont. Und dann auf einmal ist Vivek hier von den Daedra entführt worden. Und soweit ich weiß, erst ein paar Jahre hiernach wird dann der Komet, wie hieß der nochmal da über Vivek? Stürzte ab, der kracht auf die Insel und bringt dann den. Hier wohnt er? Er ist ein armer Schlucker. War das Odils Haus? Und Malintus Ankros Haus. Ich muss hierfür doch nochmal um die Kamera, um die Facecam herum schauen. Warte mal. Apropos, wenn wir hier sind, so. Irgendwo konnten wir ja ein Haus erwerben. Welches wäre das?
gemacht. Magiergilde. Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich zum Palast oder so von hier. Finde nur eine einzige Münze. Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. So, ich will mir hier das Haus, ein Haus erwerben. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin gewesen, oder? Schloss von Coroll. Haben wir Coroll überhaupt mal erkundet? Hier ist auf jeden Fall viel freie Fläche. Frag mal nach, ob wir hier ein Haus bekommen können. Willkommen zurück. Und was das Haus hier kosten würde. Ja? Hallo, willkommen auf Schloss Coroll. Hallo. Sehr erfreut, euch zu treffen. Ich bin Gräfin Walger von Coroll. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten, aber ich führe gerade eine Untersuchung durch. Eine Untersuchung? Okato Topic. Als Vorsitzender des Ältestenrats ist Lord Kanzler Okato für die Übergangszeit praktisch Herrscher über das Kaiserreich. Okay, was für Untersuchungen? Ihr seid wohl recht vertrauensselig. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Es sieht so aus, als hätte man mir ein Erbstück gestohlen, das mir sehr am Herzen liegt. Ich bitte euch, mir zu helfen, ein gestohlenes Gemälde wieder zu beschaffen. Es handelt sich um ein Porträt meiner verlorenen Liebe, des Grafen Walger, und es wurde aus meinem Schlafgemach entwendet. Wenn ihr es schafft, das Gemälde zu finden und den Dieb zu überführen, so sollt ihr angemessen entlohnt werden. Was sagt ihr? Ja, kein Problem. Sehr gut. Ich schlage vor, ihr beginnt jetzt mit der Beweisaufnahme. Und ich warne euch, beschuldigt nicht den Falschen, sonst werde ich sehr ärgerlich mit euch. Hier habt ihr einige Schlüssel. Damit kommt ihr auch in die gesperrten Teile von Schloss Coroll. Oh, danke. Beschuldigen? Wen soll ich beschuldigen? Gestohlenes Gemälde? Ich möchte ein Haus verkaufen. Ich mag euch, aber nicht genug, um euch das zu verraten. Was? Sammelt Hinweise? Am besten sprecht ihr mit den Burgbewohnern. Wenn ihr alle befragt habt, sucht nach Beweisstücken. Okay, Gerüchte? Wie konnte aus einem Dunkelelf Graf Chardinal werden? König Helseth und Baron Zier haben großen Einfluss. Und Helseth und Indaris sind Freunde, versteht ihr? Warte mal, Baron Zier? Nochmal. Baron Zier ist... Viel Glück bei der Untersuchung. Barentia ist ein Chardinal? Seid gegrüßt. Wir müssen Barentia besuchen. Die gute Dame sind wir schon seit Daggerfall immer wieder begegnet. Und in Arena weiß ich nicht, ob es sie da schon gab. Zumindest sind wir da ihr noch nicht begegnet. Aber in Arena sind wir aber auch noch nicht in jeder Stadt gewesen. Boah, ich habe irgendwie Bock, Arena nochmal zu spielen und streamen oder so. Einfach nochmal von vorne anfangen, Arena.
aber wir reden jetzt mit Mordrin. Nur eine Blitze. So, beziehungsweise wir warten jetzt einmal bis zum Abend. 4 Stunden, 8 Uhr. Müsste, glaube ich, reichen, oder? So. Lasst uns reden. Gut, ihr seid hier. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Wegen der Dunkelforstflotte? Ich habe sie mir genauer angeschaut. Einige beunruhigende Dinge gehört. Wir wissen, dass sie eine Gefahr für uns darstellen. Und wir wissen, dass sie gut sind. Warum sind sie so effizient? Warum haben wir sie nicht aufgehalten? Milena ist seit der Schwarzherz-Mission vorsichtig geworden. Sie hat Angst, dass man uns umbringt. Aber so sterben wir einen Tod auf Raten. Okay, Asani Schwarzherz? Diese Mission war erst der Anfang. Das war, als Vitellus umgebracht wurde. Wir wurden von einem Magier namens Argot engagiert, um etwas von Schwarzherz zu bergen. Ich bin mit 20 Männern hineingegangen und mit 5 wieder heraus. Vitellus war nicht dabei. Er starb, während er unseren Rückzug deckte. Und die Dunkelforstrotte? Ich habe mich umgehört. Anscheinend haben sie den Auftrag für uns zu Ende gebracht. Ich bin mit 20 guten Männern hineingegangen. Ich kann nicht glauben, dass die Bande alles schon erledigt hat. Und das ist nicht alles. Argot, er ist tot. Das Artefakt ist verschwunden. Hört sich wie ein abgekartetes Spiel an. Vielleicht hatten sie eine Absprache mit Schwarzherz. Ich weiß nicht, aber das finde ich heraus. Also was jetzt? Jetzt finden wir heraus, was tatsächlich passiert ist. Und wir machen das öffentlich. Ich möchte zeigen, wie die Leute von der Dunkelforstrotte wirklich sind. Ich kann euch nicht befehlen, dieses Mal mit mir zu kommen. Es ist gefährlich und Vilena darf nichts davon erfahren. Es ist eure Entscheidung. Das werde ich nicht tun. Ich bin da. Wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ich möchte mir Schwarzherz-Festung in Arpenien genauer anschauen. Trefft mich an der Gildenhalle in Leyavin. Von dort gehen wir los. Okay. Irgendwelche Gerüchte? Beim Waffenschmied fand ich gute Schulterplatten. Toll. Asani Schwarzherz? Wir müssen herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Das kommt mir alles verdächtig vor. Okay. Auf geht's. Wie er mich anlächelt. Ich mochte ihn irgendwie lieber, wenn er so, Hallo. Hallo. So ein bisschen, miesepetriger war. Ich weiß nicht warum. Ich mochte den so irgendwie lieber. Oh, jetzt. Hallo. Jetzt lächelt er mir irgendwie zu viel. Sieh sich einer diese Muskeln an. So. Manche Wesen, wie zum Beispiel Geister, sind gegen normale Waffen. Okay. Ich will jetzt aber einmal irgendwie nach, Schädinal. Oh, warte mal. Mit der müssen wir reden. Kurz. Hat die was Neues? Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rattenkuriers ausliefern. Hier, nehmt eine der aktuellsten Ausgaben. Umsonst, wie immer. Ja, möchte ich lesen. Rattenkurier. Und ich habe sehr lange Rattenkurier verstanden. So, das müsste das sein. Federweber plant neuen Schicksalssteine-Zyklus. Schicksalssteine sind nicht magisch, sagt agonische Schriftstellerin. Die Autorin von Der Goblin mit dem goldenen Arm und Roter Krater plant eine neue Serie historischer Werke, deren Handlung in der Frühzeit der Rehmann-Kaiser spielt. Die Geschichten werden von den Zauberern und Kampfmagiern handeln, die eine so bedeutende Rolle in den Legenden um den raschen Aufstieg der Rehmann-Kaiser Kaiser zur Macht in den ausgehenden Jahren der zweiten Ära spielten. Sie plant, die Serie die Wege der Schicksalssteine zu nennen.
Rehman war, glaube ich, Anfang der zweiten Ära. Und dann Septim ab Ende der dritten, ab Ende der zweiten Ära, die dann die erste, die vierte, Ende der zweiten Ära, die dann die dritte Ära eingeläutet haben. So, die argonische Autorin weigerte sich, Einzelheiten zu den Figuren und Themen dieser Bücher preiszugeben. Federbeber hat jedoch offensichtlich ehrgeizige Pläne für diese Serie, da sie beabsichtigt, die Titel jedem der 21 Schicksalssteine Cyrodiils entsprechen zu lassen. Diese uralten Monumente sind in ganz Cyrodiil verstreut und jedes hat in der Legende seinen eigenen Namen. Okay, das ist jetzt ein Riesenblock an Text. Ich stelle immer sorgfältig Recherchen zu meinen Themen an, sagte Federweber. Und ich finde keinerlei Hinweise, die die populäre Theorie unterstützen, dass diese Runensteine einst Artefakte großer magischer Macht waren. Sie bemerkte, dass 13 dieser Steine mit den gewöhnlichen Sternzeichen verbunden sind, mit denen die Menschen schon immer die Aspekte des Himmels bezeichneten, wenn Kinder geboren wurden. Steine wie der Magierstein und der Schlangenstein waren gewiss mit der primitiven Himmelsverehrung der Tiermenschen der mythischen Ära verknüpft. Andere Steine wie der Ethereusstein und der Magnusstein waren genauso zweifellos mit anderen lang vergessenen Kulten verbunden. So, der Kurier fragte Federweber, warum sie die beliebten Erzählungen von Dieben, Banditen, Mördern und Herumtreibern aufgeben wolle, die sie in Cyrodiil und im ganzen Kaiserreich so berühmt gemacht haben. Sie erklärte, sie habe schon lange nach Material mit ernsthafteren, eher epischen Themen gesucht, um die edlen Tugenden Cyrodiils und des Kaiserreichs zu würdigen. Sie versicherte dem Kurier, dass sie die Schicksalssteine-Serie mit denselben unternehmungslustigen, vielschichtigen Charakteren füllen werde, die wir kennen und lieben. Doch diesmal, sagte Peter Beeber, werden meine Charaktere Bäume entwurzeln, Städte verwüsten und Schauer kochenden Bluts heraufbeschwören, bevor sie davon schlüpfen, um die privaten und intimen Geheimnisse des Herzens zu erforschen. Aber wir wissen, Federweber mag uns nicht. Aber jetzt will ich nach Schedinal. Ich will hier Barentia jetzt sehen. Also für mich immer irgendwie in jedem Elder Scrolls Titel, ich will die sehen, ich will wissen, wie die sich weiterentwickelt. Vor allem auch für die, die es nicht wissen, in Elder Scrolls 5 Skyrim gibt es ja diese Krone, beziehungsweise die mit Barentia Steinen sind und so, ist im Auftrag der Diebesgilde halt auch, also indirekt kann man sagen. Zumindest bei Vex kann man das ja hier analysieren. Und noch eine Info, die die meisten halt nicht wissen. Ihr kennt ja aus der Diebesgilde wahrscheinlich die Kalia, die Dunkelelfen. Und Kalia ist halt mit Barentia verwandt. Also, ich glaube, Barentia ist die Oma sogar. Und Kalia ist, glaube ich, sie war die Tochter von Morgia, die wiederum die Tochter von Barentia war. Und Morgia sind wir ja in Elder Scrolls 2 Daggerfall begegnet. Die auch immer ihre Verbindung da zur dunklen Bruderschaft hatte. Und naja, sagen wir mal so, die Töchter von Barentia, die waren nie oder sind auch nicht ganz unschuldig. Und Hellsef sind wir ja auch begegnet, schon seit Daggerfall und dann in Morrowind nochmal. In Hellsef war der noch ein richtiger, in Hellsef. Hellsef war in Daggerfall noch ein kleiner Boom. Und dann in Morrowind war er auf einmal schon, König von wie hieß die Stadt da nochmal? Also aus dem Tribunal DLC.
Ich hab den Namen der Stadt vergessen. Grabenfeste war das. Das ist sogar die Stadt, in der auch das Stab des Chaos eigentlich drinne war, versteckt war. Die Jaggerfahn dann irgendwie bekommen hatte durch den Dieb Nachtigall. Okay, jetzt sind hier auch Ogre unterwegs. Hat das ja irgendwie von Valencia entlockt. Zumindest den Aufenthaltsort des Stabes. Und hat das dann aus Grabenfeste geholt. Und vermutlich, wir waren ja schon in dem dwemerischen Dings. Boah, es könnte sein, tatsächlich, dass hier das Stab des Chaos ein Dwemer-Artefakt war. Also, weil in Arena sah es auf jeden Fall schon ein bisschen dwemerisch aus. Zumindest das, was da mit 3D animiert wurde, in einem 2D-Spiel. Und, ich rede jetzt auch nicht von dem Stab, der Jaggerfahn da im Kampf benutzt hatte. Das war ja ein anderer Stab als das, was wir eingesammelt hatten. So, das müsste jetzt nach Schädenal gehen. Nice. Boah, da können wir jetzt auch das erste Mal Barentias Stimme hören. Boah, wenn wir das Spiel durch haben, wir müssen auf jeden Fall mal die Credits hier ansehen. Ich glaube, mein Shift-Taste ist hinüber. Ich würde gerne wissen, wer die Synchronsprecher hier war. Damals zu 2006 war das, glaube ich. Okay, die gehen wahrscheinlich mit dem Ogre kämpfen. Ich dachte, die wollten jetzt irgendwas von mir, aber rennen mir vorbei. Oh, mein Wecker. So. Und da wären wir. Hier soll Barentia sein. Wo war hier das Schloss? Kann ich nicht rauszoomen. Nibenai-Senke. Hier haben wir ein verlassenes Haus. Haben wir das gar nicht erkundet? Doch, da oben. Da geht's zum Schloss. Irgendwas stimmt mit der Map nicht. Okay, jetzt geht's. Wo ist eigentlich unser Verehrer hin? Abend. Abend. Ich grüße euch. Ich euch auch.
So. Hier sind zumindest schon mal zwei Stühle. Los. Privatgemächer. Die große Halle. Darf ich hier überhaupt rein? Rakanar. Es ist nur Rakanar, der arme Diener. Möchtet ihr mich schlagen, mich bestrafen? Natürlich hat Rakanar euren Zorn verdient, aber bitte, habt Mitleid mit ihm hier. Ich will dich nicht schlagen. Schönen Tag. Ich will dich streicheln und Leckerlis geben. Hoppala. Oh, hier ist rot. Ich hätte da nicht reingedurft. So, wie spät haben wir's? Ja? Garus Darelium. Was wünscht ihr? Anweisungen. Lebt wohl. So, der Verehrer ist auch auf jeden Fall da. Wo ist Barentia? Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen warten. Hier sehen. Mit dir kurz reden. Kommt noch mal eine Stunde. Ja? So, wer bist du? Graf Andel Indaris? Was kann ich für euch tun, Ritter? Der Kopf des Ältestenrats und ein treuer Diener des Kaiserreichs. Niemand ist besser geeignet, uns durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Okay, kann ich Ihnen ein Haus kaufen? Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Kein Wunder, dass Narina Karwein so miesepetrig ist. Müsstet ihr das ganze Jahr in einer kalten, zugigen, rußverschmutzten Burg wie Bromar leben, wärt ihr auch miesepetrig. Okay. Schönen Tag. Aber Andel Indaris? Und wo ist Barentia? Ja? Barentia, die vor allem eigentlich wie viele Ehemänner hatte Barentia jetzt? Sie hatte Blumenstrauß? Warum liegt hier ein Blumenstrauß? Ja? Ich weiß jetzt nicht, mit wem war Barentia in der Zeit während Arena verheiratet. Da war sie auf jeden Fall verheiratet. Dann in Daggerfall war sie ja mit König Edwire verheiratet und hatte aus der Ehe auch noch eine Tochter quasi mitgenommen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Kind war. Wo ist jetzt Barentia? Jetzt Barentia!
Dann noch, dann in Morrowind war sie ja mit Sumatu. Oder Sumachu. Ja. Zusammen, also verheiratet. Und hier ist sie doch, glaube ich, mit Andel Indaris. Hatte sie 4 Ehen? Egal, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich will jetzt auch nicht Überlänge machen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!